Weiter geht es mit einer neuen blutig-spritzigen Folge Happy Room. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Happy Room, viele Leute haben sich noch eine Folge gewünscht. Die letzte Folge wurde auch extrem gut bewertet. Ich hatte aber leider keine Zeit für meinen Lieblingspatienten hier drüben, Helmut, der Mann mit dem Helm, die Nummer 1. Ich weiß, er hatte einen Termin, ich weiß. Er wollte unbedingt gefoltert, gequält werden, angezündet, eingefroren, mit Säure bespritzt werden. Helmut steht darauf und heute werden wir hier noch ein bisschen in dem normalen Standardmodus spielen, denn wir brauchen unbedingt einen Euro. Wir brauchen unbedingt einen Euro, um hier noch Dinge abzugraden. Wir haben noch so viel Kram, wo wir verbessern können. Und ja, legen wir mal los. Und wenn euch Happy Room immer noch gefällt, eine Bewertung wäre super mega sexy. Also, Helmut, du bist die Nummer 1. Wir haben hier die wilden 4. Die wilden 4 funktioniert so. Wir brauchen einen Würfel. So einen hier. So ein Block, ja? Und wir müssen alles leer machen. Den Flammenwerfer, die Minigun, die Kanone und den Laser. Also, wo sind die denn? Die Minigun, das ist das hier drüben. Dann der Flammenwerfer, das ist das Ding hier. Ich sehe gerade vielleicht den Block hier so. Ja, von der Reichweite sollte es gehen. Was haben wir noch? Den Laser, wo ist der Laser? Wo ist er denn? Hier. Den machen wir hier hin. Und wir brauchen noch die Plasmakanone. Das war das gute Stück hier. So, hier sehen wir ihn, den ultimativen Vernichtungswürfel. Und es könnte funktionieren mit einem simplen Teleport. Ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. So, Moment. Ich glaube, ich muss den hier so hinsetzen. Und Helmut, Nummer 1, bereit? Gut. Hep. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So funktioniert das nicht. Alles klar, wieder was gelernt. Obwohl, wir können... Wir können das mal so lassen, aber wir müssen unbedingt ein bisschen was von dem hier platzieren und ein paar Dinger von denen hier, damit wir einfach hier ein bisschen Schwung in die Bude reinkriegen. So, dann mache ich hier noch ein paar an die Wände ran. Er soll einfach in Bewegung bleiben, unser kleiner Mann. Wir kriegen das Ding schon leer, oder? Ich meine, kann ja wohl nicht so schwierig sein. So, Würfel machen wir hier so hin. Und Abflug. Ja, ja, ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Helmut. Steck es weg, wie ein Mann. Oh, oh, ich sehe hier gerade die Plasmakanone. Die hat irgendwie noch ganz schön Tinte auf dem Füller. Oh, Alter, ist der Junge cross. Okay, er kommt wieder rüber. Er kommt wieder rüber, oder? Ja, sehr gut. Komm schon, schieß, Plasmakanone, schieß. Nice, wir haben es hinbekommen. Easy going, das war so leicht, das war schon zu leicht, oder? Ja, wir können upgraden, ich weiß. So, die Nummer mit den schwarzen Löchern. Leute haben geschrieben, Kies, die schwarzen Löcher, das funktioniert nur mit einer Rakete. Ja, ich weiß, was ist das hier? Wir können upgraden. Aber ich will jetzt nichts upgraden, ich will erstmal hier weitermachen. Also, das hier sind Black Holes. Und wir schauen mal, ob das funktioniert. Wie viele bekomme ich denn hier in eine Reihe hin? Okay, hier unten würden wir... Geht noch eins hin? Da fehlt ein Millimeter. Warte mal, wir machen erstmal oben hin. Also, wir machen den so weit wie möglich in die Ecke. Ich glaube, hier zählt wirklich jeder noch so kleine Millimeter. Denn wir müssen das ja alles in 2 Sekunden hinbekommen. In 2 verdammten Sekunden. Also hier passen auf jeden Fall schon mal nicht so viele hin. Boah, wie machen wir das? Die Leute haben geschrieben, ich habe mir die Kommentare nochmal durchgelesen unter der letzten Folge. Die Leute haben geschrieben, mit einer Rakete. Ergibt Sinn. Ergibt auf jeden Fall Sinn. Kann man nachvollziehen. Dann müsste ich aber hier eine Lücke lassen. Hier müsste eine winzig kleine Lücke sein. Ha. Ob wir das so hinbekommen... Ich weiß es nicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich brauche den Teleport. Ja, ich brauche einmal hier einen Teleport. Einmal hier einen Teleport. Und dann könnte ich unten ganz viele von denen hier hin machen. So. Dann würde ich hier hinten eine Rakete hinklatschen. Ja, eine Rakete. Hier so eine große Rakete. Und würde einfach hoffen, dass der Kollege halt hier auf die Rakete fliegt. Aber ob ich das in 2 Sekunden dann hinbekomme, er bleibt hier schon mal hängen. Was gar nicht jetzt so schlimm ist. Es ist gar nicht mal so schlimm. Oh, oh, er aktiviert sie nicht. Er aktiviert sie nicht und er explodiert hier. Boah, das ist ja wirklich fucking Präzisionsarbeit.
Und wenn ich die hier hin klatsche, ist es auch, glaube ich, nicht möglich, oder? Let's try. Ja, aber da aktiviere ich ja gar nicht die. Ne? Da fehlen die ja. Die sind ja dann komplett useless. Und hier sind nur 6 Stück, die ich aktiviere. Ey, das ist echt schwierig. Ich muss die Rakete hier treffen. Die hier. Die hier drüben muss getroffen werden. Weil so, es könnte ja so funktionieren. Er geht hier durch. Ah, Moment. Das muss noch ein bisschen angepasst werden, aber das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Mal ein kleines Stück nach unten. Er geht hier durch, ja? Easy going, ganz chilly vanilli. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Ich müsste 2 Teleports machen können. Und hier Runde 2. Helmut, tapfer wie er ist. Oh, was war das? Ein Würfel. Da kam ein Würfel raus. Oh, Helmut. Du kranke Sau, du. Er muss es mal wieder übertreiben. Und hier wieder mit der Rakete. Nee, das funktioniert. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich wette. Ich wette, so könnte es gehen. Warte mal. Jetzt habe ich eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Was wäre, wenn die Rakete die hier auch noch aktiviert? Moment, wir testen das mal ganz kurz. Da ist gar keine Rakete drauf. What the fuck? Okay, aber jetzt, komm mal hier. Ja, das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das hier noch ein Stückchen höher. So. Also. Die Rakete blub, 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 muss hier drüben rein, ja? Bitte, bitte funktionier. Bitte funktionier. Bitte funktionier. Komm. Okay, die anderen werden aus irgendeinem Grund nicht aktiviert, weil das hier noch zu tief ist. Klar, ergibt Sinn. So, aber jetzt. Bitte funktionier. Bitte funktionier. Komm schon. Oh, das sieht gut aus. Und ja. Ja. König der Schmerzen. Oh, der ist so eine arme Sau. Ah, der war ganz schön groß. Okay, als nächstes Blitz, 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 Blitz. Blitz, Blitz, Blitz. Moment, das muss hier so ganz eng hin. Wir wissen, jeder Millimeter hier zählt. Jeder Millimeter ist super wichtig. Ich würde gerne noch ein paar Fatalities probieren. Und zwar hätte ich ganz gerne mal den Fatality mit den Piranhas. Ob ich das hinbekomme? Fatality mit Piranha? So. Ah, Moment, ich habe einen Fehler gemacht. Hey, heute, ich bin nicht 100% konzentriert. So, wir brauchen ja die hier. Wir wollen den ja hier in eine Richtung. So. Gut, also. Es muss im Wasser sein. Alright. Ist gar kein Thema für mich. Schon mal ganz viel Wasser hier hin. Ah, Moment. So, eins rüber und so. Mehr kriegen wir eh nicht hin. Da ist jetzt der Millimeter auch geschenkt und dann sollen wir ihn blitzen. Wir machen es mal hier hin. Gott sei Dank haben wir so viel Geld, ne? Wir haben ja Schweine viel Geld. Schweine viel Geld haben wir. Wenn man hier einfach so eine Taste drücken könnte. Hotkeys fehlen so ein bisschen in dem Spiel. Weiß gar nicht, ob es welche gibt. Bis jetzt sind mir keine aufgefallen, aber wäre nützlich. So muss ich halt immer wieder alles, immer wieder auswählen. Ah, ja, das ist gar nicht mal so intelligent platziert von mir jetzt. Oh, okay. Hier muss ich ein bisschen Platz schaffen. Mach mal das hier hin, damit ich hier schön im Kern bin. So, wo sind sie denn? Hier, Tesla. Mal hier hin. Nochmal hier hin. Ja, hier im Kern ist halt viel, ne? Hier im Kern ist viel Shit. Toll. Und weil ich hier jetzt wieder nicht ordentlich war und nicht jeden Millimeter genutzt habe, bekomme ich jetzt hier wieder einen auf den Deckel. So. Und so. Bereit für die ultimative Vernichtung. Oh! Alter! Der arme Mann. Oh, shit. Das muss wehtun. Das muss so wehtun. Schaut ihn euch an, wie er leidet. Oh, er wird gegrillt. Er wird angeknabbert. Die Tesla haben keine Energie, ne? Die sind so schnell leer, die Dinger. Oh, mit den Piranhas und Fatalities schwierig. Möglich, garantiert. Garantiert möglich, aber schwierig. Alter, wir haben 3 Dollar mittlerweile. Warte mal, ich will die Piranhas, das Aquarium. Ein kleines Upgrade fürs Aquarium und, ja, für einen Tesla. Warum nicht? Warum nicht? Noch aggressiver.
Und wir jagen ihn durch. Schrei für mich, Helmut. Schrei für mich. Alter, hier drüben. Die anderen, guckt euch die an, wie hungrig sie sind. Wie sie ihn unbedingt wollen. Aber wer bleibt hier hängen? Nein, die lassen nicht mehr los. Die Piranhas lassen nie wieder los. Ey, wie kriegen wir das hin? Fatality mit Piranhas. Wie kriegt man das hin? Schwer zu sagen, oder? Ich meine, wenn die erstmal hier so... Ist schwierig. Oder ein Fatality mit Spikes. Mit Spikes. Oder ein Fatality hier mit denen. Warte mal, kann ich die upgraden? Ich glaube, die habe ich noch nicht geupgradet. Nee. Alright. Jetzt kann ich die nämlich überall anbringen. Ah, da müssen wir aber die hier entfernen. Das ist ein bisschen zu wild. Wie machen wir das am allerbesten? Wir mal gucken, wie viel Damage würde er kriegen, wenn ich jetzt ganz viele von denen einfach mal so hier verteile. So. Die Wände werden gesäubert. Wir machen es nur mal von denen hier. Guck. So. Und dann nochmal die Seite komplett ausstaffieren. Moment. Jetzt setze ich hier ein bisschen nach unten. Alter, das wird mies. Das wird mies. Oh! Nice! Oh, wie die Dinger rumfliegen. Bekommen wir hier noch die Challenge hin? Hey, warum bekommen wir es nicht hin? Das Ding ist randvoll. Was fehlt denn? Guck mal hier, die drehen komplett durch. Ja, aber weißt du was? Das könnten wir hinkriegen. Das wäre durchaus drin, oder? Das wäre durchaus drin mit ein bisschen Eis. Mit der Mischung aus Eis. Probieren wir es. Foltern wir ihn zu Tode. Oh, ich habe so viel Geld. Ich habe so scheiße viel Geld. Wie im echten Leben. Nee, leider nicht. Wäre schön. Wäre schön. Leider nicht. Hätte ich so viel Geld im echten Leben, hätte ich mir irgendjemanden engagiert, den ich foltern könnte. Und er fliegt durch die Gegend. Guck mal, die Dinger müssen hier in der Wand stecken. Hier stecken ja welche in der Wand. Es hat funktioniert. Ich verstehe ab und zu nicht, warum es funktioniert und warum es nicht funktioniert. Ist immer so random. Alter, wir kriegen's hin, oder? Oh, Helmut, was ist da überhaupt noch übrig von dir? Es wird ein Fatality, aber keine Ahnung, was für ein Fatality. Oh, der Ninja-Meister. Alter, wie geil ist das denn? Richtig, richtig geil, oder? Boom, wir haben's hinbekommen. Wir haben es einfach mal hinbekommen. Wir sind einfach mega gut. Wir sind mega sexy unterwegs. So, was haben wir hier noch? Hatten wir schon mal mit Schwerkraft was? Ich kann auch upgraden. Säure. Säure-Fatality? Schwerkraft-Fatality? Säure, Schwerkraft, Säure? Ah, Säure würde mich reizen. Okay. Oh nein, ich habe kein Geld. Ich dachte, ich hätte noch einen. Moment, Portal. Null Gravitation, schwarzes Loch. Disco? What? Also, ein Portal. Ein Portal kannst du haben, mein Sohn. Lupp. So. Null Gravitation. Ja, warum nicht? Kannst du auch haben. Schwarzes Loch. Kriegen wir nicht hin. Aber die müssten eigentlich auch so greifen. Die haben ja ein bisschen Reichweite, soweit ich weiß. Und eine Disco-Kugel. Es muss diese Reihenfolge sein, ja? Er kommt an die Gravitation, oder? Yes! Hat funktioniert! Ich will es gar nicht hinterfragen. Schaut euch mal nur diese wenigen Elemente an, wie viel Damage wir hier machen. Nur die hier. Nur die hier machen so viel Damage. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist einfach nur Wahnsinn, wie diese kleinen Dinger hier so viel Schaden machen. So, jetzt kann ich hier die Säure. Die Säure! Ich will die Säure. Jetzt muss ich hier schon wieder die Dinger platzieren. Ein Kampf. Ein ewiger Kampf. Perfekt! Der Meister bei der Arbeit. Und noch ein paar von denen hier hin. Hier in die Richtung geht's auch noch ein bisschen. So. Und so. Ah. Das meine ich. Das Spiel hat immer so ein bisschen bei mir Probleme mit dem Platzieren der Dinge. Gut. Säure. Säure finde ich hier. Es geht los. Wir machen überall
ganz, ganz punktgenau und penibel Säurespucker hin. Das wird die ultimative Vernichtung. Helmut, ich beneide dich absolut nicht. Schaut euch diese Scheiße hier an. Es wird richtig wehtun, kann ich euch jetzt schon sagen. Haben wir eigentlich schon mal ein Fatality mit den Monstern hinbekommen? Ich glaube nicht, oder? Monster fehlen auch noch. Ob ich die Monster hinbekomme? Die Jagd nach Fatalities? Warte mal, das hier oben blinkt. Ich kann doch gar nichts hier machen, oder? Ach, das blinkt die ganze Zeit. Ich dachte, das würde nur blinken, wenn man Cash hat für eine gute Sash. So, Säure. Säure, Säure, Säure. Und die letzte Säure. Mir geht nicht. Gut, wir machen hier noch ein bisschen... was machen wir hier noch hin? Wir können noch mehr Säure machen. Stimmt. Stimmt. Wir können nämlich sowas hier machen. Wenn wir davon nur zwei machen könnten, das wäre irgendwie nett. Aber leider geht es ja nicht. Aber ich brauche den ultimativen Säureschaden. Ist mega wichtig. So. 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 Ein bisschen mehr. Kleines bisschen mehr ist immer gut. Und wir sind ganz gut mit Eis gefahren, deswegen... Einmal hier alles schön zu eisen. Na, Eis ist mega gut, also wirklich einer der geilsten Dinge überhaupt. Eis finde ich so hammer nice, aber Eis haben wir schon, oder? Wir hatten Fatality mit Eis, garantiert. Komm, hier oben geht doch noch einer. Ende oder wie? Ende. Ja, ab geht's. Komm schon! Oh, oh, hier kommt hier die Säure. Alter, ist das geil, oder? Oh, meine Fresse, bekommt ihr Schaden reingewirkt. Wow. Oh, wie das brodelt und blubbert da unten. Was ist das hier drüben? Was ist das hier drüben? Ist das ein Bein? Was ist das hier? Was ist das hier? Okay, wir haben ihn eingefroren. Wir haben ihn eingefroren. Das war zu viel Damage. Okay, wir müssen ein bisschen was von dem Zeug hier wegnehmen. Die Säure muss mir greifen. Wie mache ich das? Ja, einfrieren ist ja geil. Haben wir noch nicht gehabt. Habe ich noch nicht gesehen. Einfach ein paar von denen hier hin. Wird schon hängen bleiben. So, und hier drüben noch einen. Testen wir mal so. Oh, ja, ja, sehr gut. Die Säure. Die Säure macht auch einen echt guten Damage. Er leidet. Garantiert leidet der Mann. Alter! Oh, shit, das ist die Hölle. Oh, der Schädel ist unten. Was ist das hier drüben? Sein Bein? Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Es macht so viel Laune, den kleinen Helmut hier zu foltern und zu quälen. Komm schon, Helmut, du musst weiter im Rennen bleiben. Ja, hier drüben ist noch jede Menge Säure für dich. Ey, Säure wird schwierig. Säure wird schwierig. Okay, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Er muss hier drüben bleiben. Ja, sehr gut. Nein, geh wieder rüber. Oh, 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 oh. Oh, ich hab Glück. Ich hab wirklich Glück, aber jetzt ist, glaube ich, Ende. Nein, er ist immer noch dabei. Unser junger Freund hier ist immer noch dabei. Jetzt hier, er wird wieder ein bisschen bespuckt. Shit. Shit. Nee. Okay, die Dinger. Ja, nein, irgendwie. Ich will den Säure-Shit. Mal hier rüber rollen lassen. Einfach mal testen. Noch sowas hier, damit es ein bisschen Bewegung hat. Ein paar von denen hier, nicht zu viel. Einfach nur, damit er irgendwo stecken bleibt. Jetzt ändere ich die hier noch um. Okay, er bleibt ein bisschen länger hier im Move. Ich denke immer, diese Rutsche ist immer das Beste, um ihn festzuhalten. Komm schon, die Säure dominiert, oder? Ich meine, er kriegt so viel Säure ins Gesicht. Oh, das ist vielleicht doch nicht so gut. Nein, das ist nicht so gut, wie ich dachte. Ah, er bleibt hier unten hängen. Das war nicht so gut. Nee, war nicht so gut. Wir machen mal den hier... Das Todesdreieck, Viereck. Ach, keine Ahnung, Viereck. Keine Ahnung. Wir machen das mal hier hin. So, die Dinger sind crap.
Wir sind einfach shit. Die kann ich nirgendwo dazwischen quetschen. Nee, haben wir keinen Platz. Ha. Vielleicht mit einem Teleport arbeiten, dass ich ein bisschen Säure hier wegnehme und dann doch mit einem Teleport arbeite. Ups, Teleport hier drüben. Dass wir hier einen Teleport einfach zwischen rein quetschen. So. Das meine ich, ich habe heute echt... Leute, echt jetzt? Sobald ich hier ein bisschen zu weit nach oben gehe, tappt ihr hier komplett raus. Warte, hier geht nichts hin. Oder wir machen besser das hier weg. Also, jetzt mal ganz easy, ja? Teleport. So. Hierhin. Hierhin. Geht es hier noch eine Säure hin oder nicht? Säure, Säure, Säure. Ja, machen wir so. Ist ja egal jetzt im Grunde. Gut. Also, wir machen eine Rutsche von hier oben hier runter. Also, wir machen jetzt die Nummer, die wir immer machen. Das können wir mal wegmachen. So, gib mir mal bitte hier eine Säge. Der Mann braucht eine Säge zum Arbeiten. Wo war die? Hier drüben. Das wird jetzt mein großes Meisterwerk. So, 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 so. Moment, das ist vielleicht nicht nah genug. Ich will hier keine Verkeilung oder sowas. Das wird perfide. Gut, sollte so... Ja, geht so. Kann man so machen. Kann man definitiv so machen. Kann man definitiv genau so machen. Jetzt einmal hier alles umdrehen. Gut. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wir werden auf jeden Fall hier noch ein bisschen... Ah, wenn hier noch ein Säurespucker hingehen würde. Das Problem ist, wenn er hier landet, ne, bin ich wieder am Sack. Dann bin ich wieder am Sack. Passt nicht alles rein. Aber ich habe immer noch einen Plan B. Und zwar mache ich jetzt einfach hier noch ein paar Minen rein. So. Minen sind immer ein guter Damage. Einfach ein paar Minen hin. Hier ganz viele Minen. Machen wir hier Minen hin. Für Notfall, ne? So, nimm die ganzen Minen mit. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Das wird richtig, richtig gut. Dann, ja, Eis brauchen wir für den Damage. Ich glaube, ohne Eis kriegen wir es gar nicht hin. So, die greifen hier, oder? Ja. Oben noch ein bisschen Eis hin. Bereit? Bereit für die ultimative Falle? Los! Also wenn das jetzt nicht funktioniert. Wenn das jetzt nicht funktioniert. Er bekommt Schaden ohne Ende. Die Säure sitzt auch diesmal, ne? Und runter mit dir. Und oben wieder durch. Was ist dieser Würfel? Kommt ihr durchs Teleport? Der kommt doch durch das Teleportieren, oder? Komm, rein, 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 rein. Bleib in Bewegung. Na, komm, 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 komm. Hier ist noch ein bisschen Säure. Nein, nein, ja, ja. Nimm die Säure. Ja, 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 gut, gut, gut. Nein, 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 nein. Nein, nein. Verdammt, hier drüben, das ist der Schönheitsfehler. Wir müssen es anders machen. Es gibt nur einen Weg. Wir müssen zumachen. Ich dachte mir schon, dass ich daran scheitern werde. Ich habe es mir schon irgendwie gedacht. Daran wird es dann wieder liegen. In so einer winzig kleinen Kleinigkeit. Guck mal hier, ich kann hier sogar noch eine Säurewaffe hinmachen. Vielleicht, eventuell. Wenn ich hier ein paar Minen entferne. Säure ist immer gut. Wenn man den Säure-Fatality will. Der ist aber echt schwierig. So, jetzt brauche ich hier aber mehr Segen, damit hier wirklich der Patient gar nicht erst irgendwie entkommen kann. Keine Flucht. Vielleicht noch eine Disco-Kugel. Passt hier irgendwo noch eine Disco-Kugel rein? Vielleicht noch eine Disco-Kugel, ich weiß es nicht. Für einen Damage, gucken wir gleich. Jetzt erstmal, was will ich denn? Richtig,
Mittlerweile habe ich so viele Sachen, da blickt doch kein Typ mehr durch. So. Also, hier hätten wir noch ein kleines bisschen. Wir können auch noch Monster hier so zwischenwerfen. Vielleicht bringt es was, wenn ich hier noch ein paar Monster zwischenwerfe. Guck mal hier, zack, zack, zack. Da ist jetzt alles drin, it's all in the mix. Gehen hier noch Monster irgendwo zwischen. Hier geht noch eins. So, jetzt noch ein paar Minen. Dann sollte doch hier genügend Damage entstehen, um den Typen zu killen, oder? Ich meine, Säure-Fatality ist doch jetzt bitteschön drin. Ich will ihn jetzt sehen. Ich will den jetzt sehen. Ich habe alles hinbekommen. Ich habe alles hinbekommen, nur Säure. Säure fehlt mir. Alright. Ab geht's! Da ist alles drin. Da ist einfach absolut alles drin. Er nimmt Schaden wie blöd. Er nimmt Schaden wie blöd. Holy... Alter! Selbst die Monster werden hier eingefroren. Komm, 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 komm. Komm, nimm noch mehr Säureschaden. Ja, bespuckt ihn. Bespuckt den alten Helmut. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo ist er denn? Wo ist er? Ach, hier drüben. Er macht noch eine Runde. Nein! Na, jetzt verarscht mich nicht. Nein. Nein. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Nee, jetzt sage ich ihn aber nochmal durch. Jetzt ruckelt. Oh. Und komm, 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 komm. Jagt ihn durch. Jetzt ist er irgendwo da unten gelandet. Wo ist er denn? Hier drüben. Komm schon. Wie konnte er jetzt hier landen? Das ist so random. Ach, immer wieder so knapp. Das gibt es doch nicht. Noch ein Versuch. Ich jage ihn jetzt einfach eiskalt immer wieder da durch. Ich jag den immer wieder da durch. Der schluckt jetzt hier die Säure. Helmut, du schluckst die Säure. Er bleibt schon wieder da hinten. Ah, es geht noch eine Runde. Er fällt hier immer wieder durch, wenn die Kanonen sich einziehen. Das ist das Problem. Oh, ich hab's hinbekommen. Ich hab's hinbekommen. Ich hab's hinbekommen. Alter. Tja, Poisonality. Oh, nur noch Grippe. Wie krank. Gut. Ich freue mich. Das war's mit der heutigen Folge. Schaut euch diesen wunderbaren Raum der Vernichtung an. Danke fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt. Happy Room. Es gibt noch viele Fatalities. Noch sehr, sehr viele. Dann bewerten. Einfach bewerten. Und es wird eine weitere Folge geben. Danke fürs Zusehen, für den Support. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.